Ja, also herzlich willkommen zum ersten Deutschen Lehrerforum. Wir sind jetzt hier vor Ort, vor der Hirschburg. Ja, und mein Kollege, Herr Sprang. Und meine Kollegin, Frau Zenker. Gehen jetzt da mal rein. Viel Spaß. Darf ich eine kurze Frage stellen? Mich würde interessieren, mit welchen Erwartungen Sie zum Lehrerforum angereist sind. Vielleicht in ein, zwei Sätzen. Ja, also mit der Erwartung, glaube ich, also Kolleginnen und Kollegen zu treffen, die ähnliche Themen haben und sich gut auszutauschen über die Schulform hinweg und über die Stiftungslandschaft hinweg und eben an den sehr interessanten Themen gemeinsam gute Ergebnisse zu erzielen. Vielen Dank, Sie sind Anja Trom von Buddy e.V. Dankeschön. Eine Frage stellen, können Sie in zwei kurzen Sätzen gleich darlegen, mit welchen Erwartungen Sie hier zum Lehrerforum gekommen sind? Ja, ich bin hier zum Lehrerforum gekommen mit der Erwartung, dass ich andere Lehrer kennenlerne, die engagiert sind, dass ich neue Ideen mitbringe und neue Ideen halt finde. Können Sie mir noch Ihren Namen? Schachwehr Münch. Dankeschön. Wollen Sie vielleicht beginnen? Ich bin mit der Erwartung angereist, dass ich einen guten Input bekomme, gute Anregungen bekomme und dass hier eine schöne Vernetzung stattfindet, dass ich andere engagierte Lehrer und Schulleiter kennenlerne, mit denen ich mich austauschen kann, um auch mal wieder so ein bisschen Schwung in meinen Alltag zu bringen, mich wieder auf den Weg zu machen. Wenn ich müde werde, dass ich daran zurückdenken kann und dass es für gute Beispiele gibt. Sagen Sie uns noch kurz, wer Sie sind, Sabine? Sabine Brieske aus Frankfurt, von der Liebigschule. Ah ja, dankeschön. Und vielleicht Sie noch? Hallo, mein Name ist Frank Wagner. Ich bin an beruflichen Schulen in Bebra. Und ich bin hier, weil ich hoffe auf tolle Austausche, auf andere engagierte Kollegen, von denen man dann sich vielleicht auch was Spannendes abgucken kann und dadurch bereichert in seinen eigenen Unterricht wieder gehen kann. Sehr schön, danke. Also persönlich bin ich mit der Erwartung hier hingekommen, mit ganz viel Austausch, in der Hoffnung auf ganz viel Austausch und habe mich einfach gefreut, die Möglichkeit zu haben, mit gestandenen Kollegen, Kolleginnen hier zwei Tage zu verbringen und ganz viel über Dinge zu reden, die uns im Alltag beschäftigen, die wichtig sind. Was macht gute Lehrer aus? Das ist die Frage, die im Mittelpunkt steht. Ja? Ich bin ja kommissarische Schulleiterin und gucke immer wieder, wie passiert das auch, was passiert im Unterricht. Und da Impulse von anderen zu kriegen, ist wirklich immer gut. Und die zweite Sache ist, was morgen dann noch kommt, das ist mir auch nochmal ganz wichtig. Ich mache selber natürlich als Schulleiterin Fortbildungen mit und schicke auch Kolleginnen und Kollegen dahin. Und wie haben wir die Möglichkeit, das dann hinterher wirklich auch im Kollegium dann zu verbreiten? Also das Thema Transfer ist dann... Ganz genau, ne? Also da freue ich mich auch schon drauf. Auf jeden Fall. Sie sind Frau? Ich bin die Frau Wiese aus Duisburg. Vielen Dank. Gerne. Ich wollte sehr viele Praxisbeispiele haben, das habe ich auch hier bekommen. Ich wollte einfach schauen, wo gibt es noch Probleme einfach im Bildungswesen, wo sehen andere Lehrer andere unterschiedliche Probleme. Ich habe auch jetzt gesehen, es gibt viele Probleme, aber auch viele Ansatzpunkte. Jetzt bin ich mal gespannt, wie dann die Ausdiskussionen hier dann sein werden. Ja, freue mich drauf. Ja. Schön, Sie sind? Können Sie nochmal Ihren Namen? Ich bin der Medpack. Und du? Ich bin noch Studentin an der LMU in München. Schön, danke schön. Bitte schön. Austausch. Also ich wollte interessante Leute treffen, die man sonst vielleicht nicht trifft und auch recht niederschwellig mal miteinander reden und einfach erfolgreiche Konzepte kennenlernen. Kann ich noch Ihren Namen sagen? Benedikt Kurz von der Humboldt-Uni. Dankeschön. Sehr gerne. Ich bin kein Lehrer, sondern als Fotograf angeheuert. Und meine Erwartung war... So zumindest wurde das vorher geweckt von der Kollegin, die mich eingekauft hat, dass sie alle ganz motiviert bei der Sache sind und es relativ leicht fallen wird, hier schöne Bilder zu machen, die dann hinterher auch allen gefallen. Ja, das hört sich ja gut an. Und hat es geklappt bisher? Bisher ja. Ja, es ist ein sehr gemischte Teilnehmer, Teilnehmerinnen aller Altersgruppen und aller Schulformen. Doch. Motivierte Lehrer braucht das Land. Lebendig. Das erste Deutsche Lehrerforum fand am 18. und 19. September 2015 in Hirschburg bei Königswinter statt.
Die meisten Besucher kamen, um sich auszutauschen, zu vernetzen und Anregungen mitzunehmen, aber auch, um zu überlegen, wie ein Transfer gelingen kann. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite www.deutsches-lehrerforum.de.